würde sagen, wir gehen ansonsten direkt ins Spiel, Michael. Jo, also Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, hatten wir auf Facebook auch geschrieben. Und das war eigentlich, find ich, wie immer schon im Vorhinein so eine Geschichte, dass man eigentlich nicht wusste hundertprozentig, was man erwarten kann. Und ich finde eigentlich, dass wir von Anfang an in Berlin uns eigentlich gut präsentiert haben und eigentlich auch, was sehr untypisch für die Mannschaft ist, sogar einen sehr guten Start erwischt haben. Mhm. Und total wach ins Spiel kamen und eigentlich über die ersten 20 Minuten die Partie dominieren konnten und auch endlich mal die Chancen, die man hatte, in Tore umgemünzt hat. Ja, sehr effizient, muss man sagen. Ja. Man hat sehr konzentriert angefangen, hat schnell die Räume gut zugemacht und dann relativ auch zügig umgeschaltet. Das war schon wieder so ein Hauch von dem Umschaltspiel, was wir damals von Favre-Zeiten noch gekannt haben. Ja, Zakaria macht das natürlich klasse, wie er mit Wucht durchs Mittelfeld geht, Doppelpass mit Johnson, dann Stindl sieht in der Mitte, bisschen Glück dabei durch das Gegnerbein, auch ein bisschen Glück beim Abschluss von Stindl. Den trifft er nicht. Aber wenn es läuft, dann läuft es. Bei ihm persönlich ja auch die Woche, werden wir auch noch drüber reden nachher. Aber und dann führt man schnell 1-0 und hat den Schwung eigentlich mitgenommen aus meiner Sicht in der nächsten Phase. Ja, absolut. Ich hatte eigentlich erstmal gedacht, vielleicht, dass man sich jetzt schon dann zurücklehnt und ein bisschen guckt, was Hertha macht. Aber gut, so 2-0 ist dann ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind ist man da gekommen. Und durch eigentlich eine Szene, einen Handelfmeter, wo selbst auch Stindl, der den Schuss abgegeben hat, zuerst, glaube ich, gar nicht gesehen hat, dass es ein Handspiel war oder gar nicht bemerkt hat, dass es ein absichtliches Handspiel war. Und dann der Videobeweis in dem Fall, glaube ich, mal exemplarisch dafür, wie es funktionieren sollte. Absolut. Auch wenn es ein, zwei Minütchen gedauert hat, die Absprache zwischen Köln und Dankert war es, glaube ich, der Referee der Partie. Zieler war es, glaube ich. Nee, ich glaub, der Referee war Dankert und, ja, genau. Zieler, sage ich schon. Wie heißt er? Stieler. War in Köln. So. Ja, genau. Und dann aus meiner Sicht auch völlig zu Recht auf Handelfmeter entschieden. Und dann der in der Presse als Eisvogel titulierte Hazard macht dann den Elfmeter in einer Eisvogelmanier rein, ja. Ja. Und dann stand es 2-0. Absolut. Und ich finde, wir wollen heute den Videobeweis mal nicht so zum zentralen Thema machen. Trotzdem wird er natürlich ab und zu auftauchen. Ich finde, an der Stelle ist es doch genau das, was wir wollen. Wir wollen eine Szene, wo vielleicht wirklich Spieler, Schiedsrichter und so weiter und so fort sich nicht sicher waren, aber es ist ein klarer Elfer, da muss man nicht drüber reden. Und da wird dann eben eingegriffen. Jetzt muss noch die Kommunikation mit dem Publikum besser sein. Ja. Also das ist halt natürlich immer noch wirklich Mist, dass du dann im Stadion sitzt und eigentlich wird zuerst die Ecke gegeben, die Spieler laufen schon raus und währenddessen passiert dann eben diese Absprache. Das ist halt ein Problem, welches wir, glaube ich, noch angehen müssen, neben den anderen Dingen, aber das, wie gesagt, kommt wahrscheinlich im Laufe der Sendung heute auch noch, noch mal vor. Aber am Ende steht das Ergebnis, gerechtfertigt, cool verwandelt in Elfmeter. Absolut, ja. Und ja, Hertha war in der Phase überhaupt nicht im Spiel. Sie hatten dann, glaube ich, eine Halbchance, wo Selke mal in der Mitte zum Kopfball kommt, aber ansonsten völlig harmlos. Borussia ganz konzentriert, ganz stark, kommt dann zu diesem Freistoß, der ja eigentlich völlig ungefährlich war von Wendt in der rund 20 Minuten. Man muss ehrlich sagen, auch ähnliche Situation wie vorm 3-2 war es, glaube ich. Die Freistoßsituation eigentlich genau die gleiche. Ja. Gleiches Ergebnis, nur in dem Fall macht Raphael natürlich ein sensationelles Tor. Ja. Und da hat man auch gesehen, Ding einfach. Den wollte er. Das hat man direkt schon im Ansatz gesehen. Den will er jetzt wirklich draufknallen. Ja, das war einfach ein Hammerding. Sensationelles Teil, ja. Ich meine, Jahrstein kommt zwar mit den Fingerspitzen dran, aber der Ball hat so viel Drall und kommt ja auch völlig überraschend. Ich glaube, da kann er nichts machen. Ich glaube, auch annähernd an 100 Stundenkilometer hatte der Ball. Und das ist einfach, wie gesagt, ein geiles Tor gewesen. Und ich die Reaktion, die wir auch vom Fernseher hatten, war ja auch, boah! Also schön mal auch, dass man auch mal so ein spektakuläres Tor nochmal schießt. Seit Kaspar Bögelund ist das ja weniger geworden, glaube ich. das ist schon lange her, ja. Weil er war unter der Woche, glaube ich, auch mal in der Presse. Er hatte, glaube ich, irgendeinem Fanmagazin, hat er, glaube ich, ein Interview gegeben. Ach was, weiß ich zum Beispiel. Das ist Zufall. Zufall. Ja, nein, aber dann führt man natürlich schnell 3-0. Und man könnte ja einfach, und da hat man dann eigentlich wieder gesehen, denn wir haben in den letzten Wochen immer wieder gesagt, die zwei Gesichter von Borussia, in welchen Formen auch immer wir sie immer auswärts zu Hause eine Halbzeit, die andere Halbzeit gesehen haben. Und nach dem 3-0 passiert eigentlich genau das, was auch in den letzten Wochen passiert ist. Die Mannschaft reagiert völlig falsch auf die eigentlich komfortable Führung. Ja, also man hat sich irgendwie, man hat das Fußballspielen eingestellt und hat eigentlich nur noch abgewartet und verwaltet und
eigentlich hat die Vergangenheit und vor allen Dingen die letzten Wochen gezeigt, dass das die Mannschaft in der Form nicht so souverän beherrscht. Ja. Ja, und entsprechend ist Berlin auch durch die absoluten Top-Standards von Plattenhardt zu Chancen gekommen und hat dann zwar nicht durch einen Standard, sondern durch ein bisschen durch einen Abwehrfehler von Wendt. Ja, nicht nur Wendt, da waren einige beteiligt an dem Ding. Kramer. Ja, aber der Hertha ist halt zu Chancen gekommen und das war das Ding, wo ich weiß gar nicht, wer von Berlin da steil geschickt worden ist, auf der unserer linken Abwehrseite nach innen gibt, wo Sommer zuerst noch super pariert, Kramer aus meiner Sicht dann ein bisschen läppisch klärt und Zakaria auch nicht wirklich antizipiert, dass da Gefahr ist. Vielleicht hätte der sich da auch noch vor den Ball werfen können. Ja, und dann muss Ibisevic noch den Fuß hinhalten. Es war halt aus meiner Sicht so wirklich eine absolute Fehlerkette von der ersten Szene überhaupt, wenn man sich dieses Tor von Hertha nochmal anschaut. Borussia ist erstmal viel zu defensiv, also steht viel zu passiv. Jeder Herthaner hat irgendwie 2 Meter Platz, um den Ball anzunehmen. Dann geht Johnson auf der rechten Seite nicht auf seinen Gegenspieler. Wendt lässt sich überlaufen. In der Mitte schläft man völlig, wo Ginter und Westergaard sind orientierungslos gegen Ibisevic. Dann kommt diese, wie du sagst, läppische Klärung von Kramer. Dann wird der Ball nochmal reingespielt und es ist wieder nichts passiert. Ja. Die guckt auch nur zu. Also wir haben eigentlich die halbe Mannschaft, Zakaria, die halbe Mannschaft ist eigentlich da negativ beteiligt in der Szene. Ja. Und da muss man sich dann halt schon fragen, warum ausgerechnet aus so einer sicheren Situation heraus diese Unruhe in die Mannschaft kommt. Ja, und du hast es schon gerade angedeutet, völlig unverständlich, dass trotz der guten Standards von Plattenhardt Ibisevic dann an 4 da hintereinander folgenden Ecken an den Kopfball kommt. Der Spieler, den man sowieso als allererstes auf und das gegen Westergaard und Johnson, glaube ich, im Kopfballduell. Also unverständlich. Aber gut, ich meine, Sommer, auch wenn wir da in den letzten Wochen ein bisschen kritisch waren, vorm 1:3 hat er einmal gut mit dem Fuß pariert, auch zwei oder ein Ding, den er noch, glaube ich, an die Latte lenkt, einen Kopfball von Ibisevic, hat mir eigentlich in dem Fall, hat da 2, 3 gute Dinge gehalten. Hat im Prinzip das gezeigt, was wir wissen, was er kann, Reflexe, starke Reflexe gehabt. Hatte er auch unter der Woche übrigens bei der Schweiz in den Relegationsspielen gegen Nordirland, wobei er auch wiederum eine Flanke komplett unterlaufen hat und dann fast noch für die Schweiz eng geworden ist am Ende. Also im Prinzip hat er jetzt bei uns diese Szenen nicht gehabt, aber hat seine Stärke auf der Linie bewiesen und dann ist er ja wertvoll für die Mannschaft. Das haben wir ja auch nie in Abrede gestellt. Auf jeden Fall. Und ich glaube, erste Halbzeit, dann kann man eigentlich so abschließen, dass man froh sein kann, dass man dann mit dem 1:3 in die Pause gegangen ist und dann... Ich glaube, das war ganz entscheidend, dass wir da dann noch das Glück hatten. Man muss sagen Glück, weil wir haben bis auf die letzten 10 Minuten dann wieder, wo man ein bisschen stärker zurückgekommen ist, da hat man eine Chance durch Hazard. Ja. Nochmal 2, 3 andere Szenen, wo wir selber nochmal nach vorne kommen, nochmal einen Eckball bekommen. Da haben wir uns ein bisschen gefangen. Aber zwischen der 20. und der, sagen wir mal, 40. Minute war ganz, ganz wenig. Und da haben wir Glück, dass wir so mit dem 3-1 in die Pause gehen und uns eigentlich dann noch aus einer etwas komfortablen Situation heraus, man führt auswärts 3-1, dann nochmal neu aufstellen konnten. Ja, und was ich ganz wichtig finde, da gibst du mir wahrscheinlich auch recht, Christian, ist, dass ich finde, dass Dieter Hecking, man sieht, dass er die Mannschaft erreicht. Mhm. Wie die Mannschaft aus der Pause gekommen ist, war gut, hat die richtige Reaktion gezeigt und hat einfach wieder, war wieder griffig und hat wieder Fußball gespielt, vernünftig verteidigt und hat eigentlich genau das gemacht, was du mit einer komfortablen Führung machst, und zwar ein bisschen Gegner hat kommen lassen und versucht selber mit Kontern entsprechend zuzuschlagen. Ja, und es ist dann ja eigentlich auch, wir waren einige Male ganz gut, ganz manierlich vorne, aber ohne jetzt wirklich die gefährlichen Abschlüsse zu haben. Hertha war eigentlich überhaupt nicht zu sehen bis zur 60. Minute. Und dann kriegen wir halt ein Gegentor, wo man sagen muss, okay, klar, man könnte das jetzt auch sezieren, die Fehler, wer hat da was gemacht, aber ich finde, es ist halt einfach ein wahnsinnig unglückliches Gegentor, wo auch wenig zu machen ist. Ne? Also du hast es eben schon gesagt, wie Wendt in der ersten Halbzeit eigentlich eine zu kurze Flanke aus dem Halbfeld vom Freistoß aus, und dann kommt Kalou eben in die Position mit der Brust, ihn nach außen abzulegen. Ja. Der Ball sprang vorher sogar nochmal so halb auf. Mhm. Ja, und Weiser macht es dann gut, ja. Ich finde, dumm gelaufen, ärgerlich, aber auch jetzt wenig zu verteidigen in dem Moment. So Dinge passieren einfach. Also das ist ein bisschen Zufallsding. Wie gesagt, Weiser hat ein bisschen zu viel Platz auch, aber wie du sagst es, das ist ein bisschen, wie der Ball da von Kalou abspringt, das ist halt auch so eine Sache. Aus meiner Sicht auch kein Handspiel,
was ich zuerst auch eigentlich gedacht hatte im Bewegtbild, ja. Aber ich finde es absolut okay, das laufen zu lassen. Ich denke, es wurde vielleicht auch schon mal in der Vergangenheit so Szenen abgepfiffen, aber aus meiner Sicht absolut in Ordnung. Ja. Und hier auch wieder der richtige Einsatz des Videoassistenten, genau. Eben zu sagen, okay, ja, wir gucken uns das nochmal kurz an, denn in einer Kameraperspektive sieht es schon sehr stark nach dem Arm aus. Wenn man sich die zwei anderen anguckt, ist es so eine Mischung und ganz ehrlich, das sind die Entscheidungen, die sowas zu revidieren wäre genau der Punkt, den wir nicht wollen, nämlich, dass da kreativ eingegriffen wird. Und ich meine, das sind genau die Szenen, man kann immer noch drüber diskutieren, aber ich glaube, sowohl Borussia kann da sagen, ist alles okay und Hertha sowieso und von daher sind das immer noch Szenen, die in Ordnung sind und die immer passieren werden und das ist auch gut, wenn da nicht dann komische neue Regeln aufgestellt werden, von daher ja, ist das alles schon so in Ordnung gewesen. Ja, sehe ich auch so. Gut. Und dann denkt man, okay, jetzt verlieren wir das Ding noch. Also du hast es gesagt, ich hatte nicht unbedingt das Gefühl, weil mir das gar nicht so schlecht gefallen hat, wie wir gespielt haben, weil man auch wieder versucht hat, ein bisschen, wie gesagt, einfach Fußball zu spielen. Ich war nur dann sehr überrascht, als ich dann Patrick Herrmann an der Seitenauslinie gesehen habe und er ins Spiel kam. Und wie das aber dann manchmal so ist, war er dann doch derjenige, der wirklich noch so ein bisschen da, wie soll ich sagen, Leben vorne bei uns reingebracht hat. Also wir haben ja gesagt, nach dem 2-3, jetzt müsste mal ein Wechsel kommen, wo vielleicht ein Spieler ins Spiel kommt, der etwas ballsicher ist, der den Ball auch mal halten kann. Tatsächlich hat er eigentlich sich mit Herrmann ja eine ganz andere Variante überlegt, nämlich zu sagen, wir bringen einen Offensivspieler, der nochmal Tempo ins Spiel bringen kann. Und man muss sagen, da hat er uns auch wirklich überrascht, das hat sehr gut funktioniert. Ja. Nicht nur, weil er nachher das Tor vorbereitet, sondern auch, weil er in 2-3 anderen Szenen viel griffiger gewirkt hat, als er das in den letzten Wochen bei seinen Einwechslungen oder Einsätzen getan hat. Von daher alles richtig gemacht, auch da vielleicht nicht defensiv zu wechseln, was man eigentlich gedacht hätte. Was ja mir wieder zeigt, die Mannschaft ist eigentlich dann am besten, wenn sie diesen, ich sag mal, leicht kontrollierten Offensivfußball spielt. Weder versucht, eine reine Defensivtaktik zu spielen, noch stürmt. Es ist diese Mischung, mit der wir eigentlich in den Spielen erfolgreich waren. Immer wenn wir was anderes versucht haben, wie in den 20 Minuten auch in der ersten Halbzeit, wo wir passiv waren, dann geht es schief. Aber es ist halt so, man muss gucken. Das war wieder ein Auswärtsspiel. Berlin ist auch eine Mannschaft, die sich nicht hinten reinstellt oder so. Man muss halt auch Lösungen finden gegen Mannschaften, wo man komplett das Spiel machen muss. Man sieht, dass es in der DNA der Mannschaft irgendwie ist, dass man mit Kontern oder mit schnellem Umschaltspiel einfach erfolgreich ist. Aber ich finde, besonders für Partien zu Hause, ich denke mal, gegen die Bayern wird es wahrscheinlich nicht so sein, aber wenn Mainz kommt oder Stuttgart kommt, dann muss man spielerisch Mittel finden, auch über Ballbesitz Fußballtore zu schießen. Aber ich gebe dir recht, man sieht, dass die Mannschaft sich wohlfühlt in dem, was sie jetzt in Berlin getan hat und das Tor, das dann gefallen ist, was Herrmann wirklich gut vorbereitet, erstmal mit einer, wo Elvedi sich auch ihnen hinterläuft und dann zwei Leute bindet, Herrmann Doppelpass Stindl und dann den Ball auf Raphael spielt. Der sträflich falsch stand, wohlgemerkt. Aber der in der Tat zu viel Zeit hatte, aber es trotzdem auch gut macht. Ja, klar. Das hat gezeigt, dass da doch noch der Kombinationsfußball, den Borussia vor 2 Jahren gespielt hat, nicht ganz abhanden gekommen ist. Ja, über die einzelnen Personalien habe ich ja eben schon gesagt. Wir haben heute doch einige Themen. Ich habe mir jetzt gerade noch eine eingefallen, die ich jetzt noch gleich mit einbaue. Denn über Patrick Herrmann sollte man vielleicht gleich auch kurz noch reden. Hat ja auch nicht uninteressante Sachen von sich gegeben. Genau, deswegen sollten wir das vielleicht gleich auch noch thematisieren, aber machen wir das Spiel rund. Also das ist schon stark, finde ich, wenn man dann eben nach dem 2-3, wo man im Fußball eigentlich schon weiß, okay, jetzt nimmt das alles seinen Lauf. Es geht entweder unentschieden aus oder vielleicht verlieren wir noch, dass man dann nochmal einen Offensivakzent setzt und eigentlich dann auch die bessere Mannschaft war in der Endphase. Ja. Hertha hatte nochmal eine Halbchance durch Selke, das war es dann auch. Also da muss man sagen, das war stark. Klar, der Gegner hat im Moment auch Probleme, das muss man dazu sagen. Hertha BSC ist nicht die Mannschaft, die sie letztes Jahr war. Da sind auch viele Prozesse gerade im Gange, gerade auch was so die Stammelf angeht. Man hat das Gefühl, da findet so ein ganz leichter Generationswechsel auch statt. Ein neuer Sechser war jetzt zum ersten Mal mit dabei. Selke und Ibisevic zusammen im Angriff. Ob das so gut funktioniert hat, ist auch eine Frage. Funktioniert hat also es nicht gut. Diese typische Hertha-Spielweise, also auch mit diesen meistens ja 5 Mittelfeldspielern, die ja in den letzten Jahren die Regel war, die hat man eigentlich wenig gesehen. Deswegen, wir haben das gut gemacht, ja. Und das ist auch super, wenn man auswärts gewinnt. Haben wir jetzt zum dritten Mal geschafft. Man muss eben auch dann in der Lage sein, die Schwächen der Gegner auszunutzen.
Absolut, aber du hast ja auch gesagt, dass die Mannschaft in dem Spiel quasi alle Gesichter der letzten Wochen gezeigt hat. Ja. Da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, das trifft den Nagel ziemlich gut auf den Kopf. Und man muss jetzt daran arbeiten, dass am Ende nur noch die freundlichen Gesichter dann überwiegen auf dem Platz, weil es werden noch viele schwere Spiele kommen. Und auch wenn man jetzt gerade gut, die Sonntagsspiele sind jetzt noch, deswegen ist man jetzt gerade Dritter, man kann Fünfter werden. Eigentlich eine gute Ausgangssituation. Man ist dabei, man ist nach wie vor dabei und wir müssen jetzt mal, klar, nächste Woche kommen die Bayern, aber man muss jetzt mal gucken, dass man eben auch dann dauerhaft auch zu Hause wieder auf ein bestimmtes Niveau kommt, dass einfach die Schwankungen nicht so extrem sind. Ja, man kann auch mal verlieren, das ist ja überhaupt kein Problem, aber die Schwankungen jetzt mittlerweile sogar innerhalb von einzelnen Spielen sind schon extrem. Was mich auf jeden Fall gefreut hat und was mich auch ein bisschen darin bestärkt, dass die Mannschaft intakt ist und auch der Trainer die Mannschaft erreicht, wie schon gesagt, dass es nach der Halbzeit wieder ein gutes Gesicht war, nachdem man ein bisschen zu lax agiert hat in der ersten Halbzeit. Und das, finde ich, ist ein super Zeichen und gibt auch Hoffnung dafür, dass die Mannschaft noch in der Entwicklung ist und diese Entwicklung auch machen kann. Ich glaube, dass die Mannschaft charakterlich völlig sauber ist. Das haben wir schon häufiger festgestellt. Aber du hattest auch mal unterstellt von wegen zu wenig Konkurrenzkampf. Und ja, die Probleme existieren. Ja, wie gesagt, das Konkurrenzkampfthema haben wir nach wie vor auf einigen Positionen. Aber generell, glaube ich, es geht einfach ein bisschen um die Hierarchie in der Mannschaft. Und man sieht nach wie vor in der Kette, Ginter, Westergaard, das sind zwei immer noch relativ junge Spieler, aber auch Bundesliga erfahrene Spieler. Trotz allem hat sich noch nicht herauskristallisiert, das sah man auch bei den Gegentoren, wer ist da der Boss? Wer hat da die Kontrolle? Wer gibt den Ton an und so weiter? Es fehlt mir da noch so ein bisschen Körpersprache hin und wieder in manchen Szenen. Die wird dann angemahnt, man sieht dann Kramer, wie er dann auch versucht einzugreifen, aber wir haben eine sehr brave Truppe. Das muss man, glaube ich, sagen. Deswegen ist sie charakterlich auch so positiv gesehen. Ich habe letztens mit einem Bekannten von mir gesprochen, Köln-Fan. Also von daher, der aber nochmal betont hat, was wir doch für eine sympathische Mannschaft haben. Ja. Und da sind eben wenig Stinkstiefel. Nur was soll man auch anderes sagen, wenn man Fan vom FC ist? Also. Ja, aber du weißt, was ich meine. Also es sind halt wenig Stinkstiefel in dieser Mannschaft. Aber manchmal braucht man zumindest ein bisschen Stinkstiefel. Aber sowas gibt sich, glaube ich, auch. Ich nehme auch mal an, dass jetzt im nächsten Jahr, wenn Zakaria zur WM fährt und wenn Westergaard, wenn die zur WM fahren, das sind dann auch nochmal, glaube ich, entsprechende Events im Leben, die auch nochmal einen Spieler prägen und formen und einfach auch dann, glaube ich, nochmal den letzten Kick geben können, dass man auch im eigenen Club mehr Verantwortung übernimmt und deswegen, du hast gesagt, das sind junge Spieler, ich glaube, das wird sich auch noch finden. Muss sich finden, weil sonst muss sich personell vielleicht auch noch was in der Kette tun.